Dass Wasserstoff in der Energiewende wichtig wird, ist schon ziemlich klar. Denn man kann ihn ja für so viel nutzen. Als Energiespeicher, zur Stromerzeugung, in der Wärmeversorgung, Mobilität, Industrie. Nur wo genau ist es wirklich sinnvoll, Wasserstoff einzusetzen? Und wie schaffen wir es, Bezahlbarkeit, technische Machbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz gleichermaßen unter einen Hut zu bringen? Um diese Fragen zu klären und erste Projekte anzustoßen, haben das Energieland 2050, die FH Münster und die Wirtschaftsförderung des Kreises Steinfurt das Heimat-Energienetzwerk gegründet. Die FH deckt ja vor allem den Part der Forschung ab und gibt dadurch immer wieder interessanten Input. Wir können von Laborversuchen hier am Campus in Steinfurt auch halbtechnische und großtechnische Unterstützung bieten. Am Standort in Saarbeck haben wir einen Elektrolyseur-Teststand. Wir haben dort auch die Möglichkeiten, neue Technik aufzubauen, Versuchsanlagen zu betreiben und zu testen. Wir sehen unsere Rolle dann eher darin, diesen Wissenstransfer auch dann zu streuen, an die Unternehmen zu bringen. Und mit dem Storch Accelerator haben wir natürlich noch ein Mittel an der Hand, um auch wirklich neue, moderne Ideen und Startups hier voranzubringen. Wir sind ja Modellregion hier im Kreis Steinfurt für das Thema Wasserstoff. Und deshalb sind wir genau der richtige Ort, dass auch Wasserstoff-Startups sich hier ansiedeln. Denn um das Ziel zu erreichen, bis 2040 treibhausgasneutral zu werden, spielt Wasserstoff im Kreis Steinfurt eine wichtige Rolle. Und eine zentrale Voraussetzung dafür ist hier bereits gegeben. Grüner Wasserstoff kann nur dann funktionieren, wenn wir massiv grüne Energie produzieren. Das heißt über Wind, Photovoltaik, über Biomasse. Und davon gibt es hier im Kreis Steinfurt jede Menge. 1,7 Millionen Megawattstunden pro Jahr aus erneuerbaren Energien decken bereits über 60% des Strombedarfs. Und zwar in vielen kleinen Projekten in Form einer dezentralen, bürgernahen Energiewende. Es gibt sehr viele Bürgerwindparks auch, wo die Bürger direkt daran beteiligt sind, sodass man dadurch auch eine hohe Akzeptanz der erneuerbaren Energien hier im Kreis hat. Und das hat dazu geführt, dass jetzt auch erste Wasserstoffprojekte an den Start gehen. Beispielsweise siedelt sich aktuell ein großer Elektrolyseurhersteller im Kreis an. Und dabei bleibt es ja nicht. Was für die Region auch wichtig ist, dass es jetzt weitergeht. Ne? Also dass wir über diese Ideen, die ja überall entstehen, weiterkommen ins Tun. Und dass wir diesen Knoten durchschlagen können von, ich sag mal, konzeptionellen, theoretischen Ideen hin zu umgesetzten Projekten. Und dafür braucht es Ideen und Engagement von Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ihr habt eine tolle Idee in Sachen erneuerbare Energien, in Sachen Energievermeidung. Dann kommt zu uns hier an der FH Münster. Hier bekommt ihr eine fundierte Gründungsberatung und ihr bekommt genau das Wissen, was ihr benötigt, um euer Startup von 0 auf 1 zu bringen, mit dem passenden Netzwerk hinten dran. Denn neben neuen Geschäftsideen fördert das Heimat-Energienetzwerk vor allem den Austausch zum Thema Wasserstoff. In der Frage des Monats werden auf der Projektwebsite wichtige Hintergründe wissenschaftlich aufbereitet und in regelmäßigen Netzwerktreffen können aktuelle Themen und Ideen diskutiert werden. Wir freuen uns über Anmeldungen und über Teilnehmer am Heimat-Energienetzwerk. Und das gilt für Bürger, für Unternehmen, für Politiker. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass die Menschen, die Akteure uns ansprechen und wir gerne dabei helfen, wie man Teil dieser Bewegung grüner Wasserstoff sein kann.